Herzlich willkommen zurück zu Let's Play KOTOR. Letztes Mal habe ich hier ein paar Duelle gemacht und Eis hat mich kalt gestellt. Hahaha, den musste ich einfach nochmal bringen. Ja, sie hat leider gegen mich gewonnen, das heißt, ich ziehe mich jetzt zurück und schaue mich noch ein bisschen um. Das ist der Eingangsbereich. Okay, ich glaube, du verkaufst mir ein paar Sargdeck. Das ist ein anderes Nebenspiel, was man machen kann, ein Kartenspiel. Peter, seid ihr vielleicht daran interessiert, paar Sargkarten von einem alten Mann zu kaufen, der mit dem Spielen aufhören will? Für nur 50 Credits verkaufe ich euch all meine Karten. Ich lege sogar gratis eine Lektion drauf, wie man spielt. Ein ausgezeichneter Deal, wenn ihr ihn euch leisten könnt. Pasag ist quasi wie 17 und 4 oder wie Blackjack, nur ein bisschen anders und du hast noch ein Deck an Karten auf der Hand, womit du ein bisschen das beeinflussen kannst. Ich kaufe einfach die Karten. Freut mich, dass ihr an dem großen alten Spiel interessiert seid. Viel Glück. Okay. Ich wollte nur die Karten kaufen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das überhaupt machen werde, aber man kann die Karten ruhig mal besitzen. Macht keinen Unterschied. So, Bendak Starkiller steht hier rum. Der ist berühmt und der wird mich wahrscheinlich gleich ziemlich herablassend behandeln. Lasst mich in Frieden. Heute gibt's nichts für die Fans. Fans? Wovon redest du? Wie? Ihr wisst nicht, wer ich bin? Ich bin Bendak Starkiller, der berühmteste Blasterschütze auf Taris. Über 100 Duelle ohne eine Niederlage. Und alles Todesduelle. Oh. Du kommst mir nicht besonders gefährlich vor. Doch, ich hab mich zurückgezogen. Nach dem Verbot der Duelle wurde es mir langweilig. Kein Interesse an Betäubungsblastern. War sowieso keiner mehr da, gegen den ich hätte antreten können. Hab euch im Duellring gesehen, war nicht sonderlich beeindruckend. Aber wenn ihr die anderen Möchtegern-Kämpfer besiegt, das könnte meine Aufmerksamkeit wecken. Ah, ich komm dann zurück. Erwarte meinen Besuch, Bendak. Glück dabei. Ihr werdet's brauchen. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Scheint mir eher ziemlich sinnlos zu sein. Aber es liegt bei euch. Der hat meine Ehre verletzt, Karf. Was würdest du denn machen, hä? Wahrscheinlich gar nichts. Du würdest dich hinlegen und es nehmen, nein. Aber mein Charakter kann das nicht. Mein Charakter muss das jetzt machen, ja? Aber erstmal muss er durch die anderen Leute kommen. Eis hat mich ja ziemlich deutlich besiegt. Also noch ein paar Level gewinnen und dann zurückkommen. Volle Lebenspunkte haben. Ja, das wird schon. Das wird schon. Ich sollte auch vielleicht auf Karf... Ja, guck mal einer an. Da stehen Schläger. Und die Frau, die wir in der Kneipe beleidigt haben. Karf, ich denke, das ist Zeit für dich vorzugehen. Und anzugreifen! Das war gut. Oh nein! Hilfe! Ja, stirb! Wir kriegen sie! Ich hole mich! Ich hole dich! Ich laufe dir hinterher. Du hast keine Chance. Ich werde dich abmetzeln. Du hast uns diese Rodianer aufgehetzt. Keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee war, was ich hier gerade mache. Keine Ahnung, ob sie überhaupt noch hier ist. Ja, sie sind entkommen. Okay, können wir nichts machen. Immerhin. Hätte ja sein können, dass wir sie noch kriegen, dass wir sie noch fangen. Freches Gör, ja? Freches Gör, kann man gar nicht anders sagen. Was fällt dir ein? Und ich habe bei der ganzen Aufregung komplett vergessen zu looten. Eine Vibro-Klinge, wunderbar. Was haben wir hier? Wahrscheinlich auch eine Vibro-Klinge, ja. Mehr Geld für mich, bin ich immer glücklich mit. Speichern wir das Spiel nochmal, ist wieder viel geschehen. Und erkunden die Oberstadt. Wir sollen ja in die Unterstadt, wurde uns gesagt. Von Karf, weil da Bastillas Rettungskapsel wahrscheinlich abgestürzt ist und da gelandet ist. Damit wir da gucken können. Das heißt, ich suche jetzt eigentlich einen Weg in die Unterstadt. Aber da vorne ist doch schon wieder irgendwas faul. Ein Generv-Händler. Ein genervter Händler vielleicht? Ich weiß nicht. Der sieht eher aus, als wäre er total, würde er bedroht werden. Nicht, als wäre er genervt. Hardwick meinte, ihr hättet eure Zahlung vergessen. Hardwick mag es gar nicht, wenn man seine Zahlung vergisst. Hier, ich habe 50 Credits. Eine Anzahlung. Damit habe ich etwas Zeit gewonnen, oder nicht? Sorry, aber eure Zeit ist abgelaufen. Jetzt heißt es alles oder nichts. Hardwick kann keine Leute brauchen, die ihre Schulden nicht bezahlen. Aber so viel habe ich nicht. Wie kann ich euch Credits geben, die ich gar nicht habe? Zu schade. Hardwick will an euch ein Exempel statuieren. Ihr kommt mit.
Der wird auch zu einem Mr. Two-Finger. Nein, Hilfe! Warum hilft mir denn niemand? Die bringen mich um! Ich weiß, dass wir vorsichtig sein müssen, aber sollen wir wirklich zusehen, wie sie das arme Schwein wegbringen? Moment mal. Sieht aus, als hätten wir hier einen Zeugen. Davik mag keine Zeugen. Ja, den hätte ich eigentlich richtig dumm sprechen sollen. Merke ich jetzt gerade. Geht mich nichts an, aber der Mann hat 50 Credits. Ihr seid unhöflich. Schätze, wir müssen euch lehren, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Oh ja. Kaf, greif sie an. Starker Angriff. Ich mach Flurry. Auf einen anderen. Haben wir sie aufgeteilt. Ey! Oh, Kaf. Ihr habt mir das Leben gerettet. Diese Kopfgeldjäger waren drauf und dran, mich mitzunehmen und umzubringen. Meine Frau hat mich davor gewarnt, bei Davik einen Kredit aufzunehmen. Jetzt kann ich ihn nicht zurückzahlen. Es ist nicht gut, einem Unterweltboss Geld zu schulden. Er wird mir noch mehr Jäger auf den Hals hetzen, bis sie mich erwischen. Okay, also du bist trotzdem so gut wie tot. Dann gib mir deine Credits. Macht ihr Witze? Wir brauchen diese Credits nicht. Geht einfach weiter. Es war uns eine Freude, behilflich sein zu können. Ich verschwinde hier, bevor noch mehr von Daviks Schlägern aufkreuzen. Und ihr solltet das Gleiche tun. Kaf, hey, guck mich an, wenn ich mit dir schimpfe. Du kannst dann einfach die Credits ablehnen. Ich wollte diese Credits. Ich habe diese Credits eingeplant. Guck mal, wie verletzt ich bin. Okay, das sind 50 Credits. Wunderbar. Und nochmal. Ihr habt beide 50 Credits dabei gehabt. Sehr verdächtig. Aber gut. Gefällt mir. Wo geht's jetzt in die... Ja, da geht's zum Krankenhaus. Ach, du kannst mich vielleicht heilen. Vielleicht sogar kostenlos. Ihr seid doch nette Leute, oder? Ihr macht doch sowas, ne? Könnt ihr nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Okay, ja, ist schon okay. Ich geh zu dir. Ich will geheilt werden. Euer Aussehen verrät, dass ihr kein Taresianer seid. Dennoch seid ihr hier willkommen. Niemand soll sagen, dass Zelka Vorn jemandem seine Hilfe verweigert hätte, bloß weil er kein Bürger von Taris ist. Heilung oder medizinische Vorräte? Was braucht ihr? Ich kann beinahe jede Verletzung oder Krankheit gleich hier behandeln. Abgesehen von der Rakul-Krankheit. Was ist die Rakul-Krankheit? Aber erstmal will ich ein bisschen geheilt werden. Es dauert nur einen Augenblick, um eure Verletzungen zu untersuchen und sie dann entsprechend zu behandeln. Oh. Und ich bin wieder gesund. Kostenlos. Ich komme oft wieder, guter Mann. So geizig wie ich bin, bin ich andauernd hier. Schön, euch wiederzusehen. Ja, ich will nur mal über die Rakul-Krankheit fragen. Nicht, dass ich mir die einfange. Die schreckliche Krankheit bedroht Taris seit Generationen. Sie wird von den Rakul verbreitet. Das sind schreckliche Monster, die in den Slums unter Taris großen Wolkenkratzern hausen. Wenn man zu lange in den Slums ist, vermehren sich die Krankheitserreger. Und die Infizierten werden früher oder später selbst zu Rakul. Hirnlosen Bestien, die sich vom Fleisch anderer Wesen ernähren. Das klingt fürchterlich. So eine Art Zombies. Es gibt kein Gegenmittel für die Krankheit. Obwohl ich hörte, dass die Wissenschaftler der Republik in der Militärbasis hier auf Taris kurz vor einem Durchbruch standen. Dann kamen die Sith. Sie haben die Militärbasis übernommen. Jetzt gestatten sie niemandem Zutritt zu den Labors. Die Sith geben das Serum ihren Patrouillen, die sie in die Unterstadt schicken. Wenn ich doch nur eine Probe des Serums in meine Hände bekommen könnte, könnte ich Taris für immer von der Rakul-Krankheit befreien. Aber das geht wohl nicht. Tja, das geht wohl nicht, aber gut. Es gibt also ein Serum und ich muss wahrscheinlich nur ein paar Sith dafür töten. Kann ich das an dich verkaufen? Ich könnte euch höchstens ein paar Medikits und Credits geben. Dieses medizinische Zentrum steht knapp vor dem Aus. Aber inzwischen ist ja ohnehin fast alles egal. Ich weiß nicht, wie man an das Serum kommen kann. In der Militärbasis wimmelt es von Sith-Wachen. Es wäre Selbstmord, dort einzubrechen. Ich schätze, die Sith-Patrouillen in der Unterstadt haben kleine Mengen des Serums bei sich. Das heißt, wenn sie es nicht schon eingesetzt haben, um eine Infektion zu behandeln. Aber ich glaube nicht, dass eine Patrouille das Serum einfach so hergeben würde. Und niemand ist so dumm, eine Sith-Patrouille anzugreifen. Nicht einmal in der Unterstadt. Oh, unterschätze nie meine Dummheit. Nein, unterschätze nie meine Dummheit. Ich muss jetzt los. Lebt wohl und gute Gesundheit. Wenn ihr jemals medizinische Hilfe benötigt, wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Ja, das weiß ich. Danke. Ihr da, einen Augenblick mal. Ich möchte mit euch über das Rakul-Serum sprechen. Ich habe da ein Angebot, das euch interessieren könnte.
Und das macht dieses Spiel so lustig und interessant. Es gibt immer Entscheidungen zu treffen. Es gibt immer zwei Wege, eine Quest zu lösen. Eine gute und eine weniger gute. Und dann gibt es noch die ganz, ganz böse wahrscheinlich. Was für ein Angebot hast du denn für mich? Zelka ist nicht der Einzige, der an dem Rakghul-Serum interessiert ist. Davik Keng wird euch 10-mal so viel zahlen als Zelka, wenn ihr ihm das Heilmittel bringt. Oh, interessant, Davik, das ist dieser Kriminelle da. Ja, warum benötigt er das so dringend? Er will Geld damit machen, klar. Wo finde ich ihn? Davik ist nicht der Typ, zu dem man einfach so hingehen kann, wisst ihr? Er wirkt lieber im Verborgenen. Die klügste Vorgehensweise wäre, das Rakghul-Serum zu Zax zu bringen. Er betreibt das Kopfgeldbüro in der Unterstadt, aber er arbeitet auch für Davik. Er wird euch entsprechend entlohnen. Okay. Und warum bist du daran interessiert? Naja, Zelka kann es sich nicht leisten, mir viel zu bezahlen. Wenn ihr das Serum an Davik verkauft, bekomme ich vermutlich eine nette Vermittlungsgebühr. Ah, interessant. Was ist, wenn ich das dem anderen Kerl sage? Ich werde es einfach leugnen. Wem glaubt ihr, wird er eher glauben? Mir oder jemandem von einer anderen Welt? Seid doch nicht dumm. Ihr habt mehr davon, wenn ihr das Serum an Davik verkauft. Okay. Stimmt wohl. Das stimmt wohl, aber ich hab dich aufgenommen. Wir leben in der Zukunft. Jeder hat einen Rekorder dabei, der immer läuft. Ich denke über dein Angebot nach. Und natürlich können sich nur die Reichen das Serum leisten. Sollen die Armen doch verrecken. Wenn ihr das Rakghul-Serum findet, bringt es einfach Zax im Kopfgeldbüro. Er arbeitet für Davik und wird euch für das Serum das zahlen, was es wirklich wert ist. Okay, wunderbar. Ich frage mich gerade, ob ich die Tür noch aufmachen will. Müssen wir mal gucken. Nur für Laborpersonal. Kein Problem! Verstanden. Ach, hallo? Was macht ihr da? Geht nicht da rein! Die Tür ist nur für Angestellte! Das ist mir gerade eingefallen, dass es ja hier ein paar kranke Soldaten gibt. Und zwar Soldaten der Republik! Ihr kennt die Soldaten? Aber wie? Oder seid ihr ein Freund der Republik? Oh Mist, jetzt habe ich mich verraten. Das hätte ich nicht machen sollen. Ja, was geht hier vor sich? Was? Nein, verrate den Sith nichts. Bitte, ich kann das alles erklären. Seitdem die Raumschlacht dort oben tobte, hat man mir insgeheim republikanische Soldaten gebracht, die auf dem Planeten abgestürzt sind. Ich musste sie verarzten. Welche Wahl hatte ich denn? Ihre Verletzungen sind schrecklich. Die meisten von ihnen werden nicht überleben. Aber immerhin kann ich dafür sorgen, dass sie während ihrer letzten Tage keine Schmerzen haben. Immerhin sind sie hier vor den Sith sicher. Dafür schon mal herzlichen Dank. Es ist beruhigend, wenigstens ein paar dieser Männer in mitfühlenden Händen zu wissen. Ich wage kaum, mir vorzustellen, was die Sith tun, wenn sie die Soldaten hier entdecken. Doch die Sith waren nur einmal hier und haben mir ein paar Fragen gestellt. Vermutlich sind meine Befürchtungen unbegründet. Okay. Ja, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Republikanische Soldaten. Natürlich muss ich die schützen, ich bin ja selbst einer. Danke, dass ihr mein Geheimnis bewahrt. Ich wünschte nur, ich könnte mehr tun, aber leider hat auch die Medizin ihre Grenzen. Ich fürchte, es gibt nichts, was man noch für die Soldaten tun kann. Und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss nach vorne gehen, falls jemand hereinkommt, der meiner Hilfe bedarf. Okay, ich guck mich da drin nur mal kurz um, ja? Hallo. Republikanischer Soldat und hallo Zwilling vom republikanischen Soldat. Wahrscheinlich gibt's hier schon eine Klonarmee. Es wurde nur niemals bekannt. Das fühlt sich so ein bisschen so an. So, ich speichere nochmal das Spiel und dann schauen wir auf die Map. Denn ich will wissen, wo das da hingeht. Das geht zur Oberstadt, okay. Da kann ich also auch hin. Kantine in der Oberstadt, also es gibt die nördliche und südliche Oberstadt. Und wir sind wahrscheinlich in der südlichen. Und hierdurch komme ich in die nördliche Oberstadt. Nochmal so ein Hubgebiet quasi, wie das andere. Mit nördlichen Apartments, wo die Sith-Party ist, auf die wir eingeladen sind. Aber dafür ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, dahin zu gehen. Hier stehen Podracer. Interessant. Und da laufen Sith. Ganz viele Sith. Wo geht's dahin? Eine normale Tür. Wunderbar. Was eine Überraschung.
Da geht's zu den Apartments. Ja, noch nett, noch nett. Die Party ist noch nicht, ist noch hell. Da warten wir noch eine Weile. Wir haben ja erst noch mal was zu erkunden. Oh, guck mal, ein Kind. Es gibt Kinder in dem Spiel. Bist du ein Sith? Papa sagt, die Sith sind Tyrannen. Du siehst gar nicht aus wie ein Tyrann. Das macht mich so gefährlich. Oh, was haben wir denn da? Die sehen aber... Seid ihr in einem Kampf gewesen? So ein Mist? Jetzt laufen die Penner schon in der Oberstadt rum. Geh doch zurück in die Unterstadt. Da gehörst du hin, Blödmann. Na, das ist ja allerhand. Ja, diese Straßen sind für die Bürger der Oberstadt. Aus dem Weg. Es gibt's Hiebe, verstanden? Okay. Hey, der Penner kann ja reden. Na prima, jetzt kämpfen wir gegen diese Besoffenen hier, ja? Oh Mann, die stinken wie die helle Pest. Halt den Mund, so kannst du mit uns nicht reden. Wir machen dich fertig, Arschgesicht. Das hier ist unser Revier, hast du verstanden? Kaff, mach sie tot. Bereit. Oh, prima. Oh. Die Sith haben uns geholfen. Klar. Das war unerwartet. Aber okay. Ja, die haben angefangen. Gut, dass die Sifter so genau aufgepasst haben. Wunderbar. Wir mussten gar nichts tun. Besoffene Idioten. Es fühlt sich gut an. Was sich gut anfühlt, ist gut. So. Oberstädtler. Kann man dir das helfen? Das Böse wandelt unter uns. Der Feind ist hier. Wir müssen jetzt handeln, bevor wir von diesem Ungeziefer von Invasoren überrannt werden. Was meinst du? Eine Seuche breitet sich in unseren Straßen. Nein, falscher Knopf. Welchen Knopf muss ich drücken? Den da. Freunde und Mitmenschen, ich bin hier, um euch zu warnen. Ich bin hier, um euch vor einer Seuche zu warnen, die sich auf unserem Planeten ausbreitet. Bitte hört mich an. Ich bin Gorton Kulu. Wollt ihr euch meiner Sache anschließen? Wir müssen zusammenhalten, wenn wir die Ausbreitung von Ungeziefer und Abschaum auf Taris aufhalten wollen. Meinst du die Sith? Ich spreche von den abscheulichen Aliens, die auf Taris wandeln. Von den Wookies, den Itorianern, den Rodianern und den Bith. Hört mir zu, Freund, denn dies sind wahrlich dunkle Zeiten. Deswegen habe ich, Gorton Kulu, die Anti-Alien-Liga gegründet. Die Zeit ist gekommen, um zu handeln. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie die Aliens unseren wundervollen Planeten verschandeln. Aber komm, wir können doch nicht die Twi'lek oder die Twi'lek oder wie auch immer man die ausspricht, die können wir doch nicht des Planeten verweisen. Wer soll sonst für uns tanzen? Oder heiz ich ihn an? Ich weiß gar nicht, was würde mein Charakter machen? Ich werde einfach gehen. Du Idiot. Ihr seid wie all die anderen. Ihr wollt die Wahrheit nicht erkennen. Am Tag der großen Abrechnung werdet ihr gemeinsam mit den anderen Alien-Liebhabern verrecken. Los jetzt, wir sollten uns aufmachen. Ob Cook oder nicht, Leute wie er können uns eine Menge Ärger machen. Ja, wir sollten einfach gehen. Wir sollten uns da nicht einmischen. Oh, Droidengeschäft, da will ich nicht reingehen. Eine fürchterliche Geißel verbreitet sich über unseren... Vielleicht kann ich mir einen Droiden kaufen. Ja, ein weiteres Gruppenmitglied, ein drittes. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Ein unvollständiger Droide? Und ein... Oh, ihr seid schön. Ja, ich will einen von euch. Ein Kunde? Kommt herein, kommt mir herein. Jen ist nahe zu euren Diensten. Willkommen in meinem Laden für Droiden und Droidenzubehör. Es ist immer schön, ein neues Gesicht zu sehen. Kunden sind ja nicht so leicht zu finden. Ein Großteil der Bevölkerung von Taris setzt ja nicht einmal einen Fuß in mein Geschäft. Sie weigern sich hier einzukaufen, weil ich Twi'lek bin. Oh, ich würde nie gegen eine weibliche Twi'lek diskriminieren, ja? Dafür bin ich viel zu sexistisch. Ja, schön mit den Augenbrauen hier gemacht. Gefällt mir. Ja, was haben die gegen euch? Hier in der Oberstadt sind wir Aliens nicht gerade willkommen. Wir Twi'lek werden ja gerade noch toleriert. Doch man sieht uns lieber als Tänzer in der Kantine, denn als erfolgreiche Geschäftsleute. Ja,
Man möchte meinen, dass die Leute heute etwas toleranter wären. Ich schätze, Dummheit und Ignoranz kommen nie aus der Mode. Ihr werdet hier oben zwar ein paar Aliens sehen, doch die meisten Nichtmenschlichen bleiben lieber in der Unterstadt. Ich habe jedoch gelernt, nicht so viele Gedanken daran zu verschwenden. Ich konzentriere mich lieber darauf, mein Geschäft zu führen. Meine Auswahl ist momentan ein wenig eingeschränkt. Die Sith haben alle meine Kampfdroiden beschlagnahmt, aber ich habe einen Astromech-Droiden auf Lager, der euch helfen könnte. Was macht dieser Droide? Okay, alles. Er ist klein und widerstandsfähig und hat Feuerkraft. Okay, außerdem kann er Schlösser knacken und Computer überwinden. Ja, warum nicht? Oh, nur einer zum Verkauf? Ja, dann gib mir doch den für 50 Credits, da kann ich ja nichts falsch machen. Nee, ich nehme nur den Droiden. Komm, mein Kleiner. Du gehörst jetzt mir. Komm mit. Komm mit. Okay, der wird mir schon folgen, oder? Ja, er folgt mir. Oh nein. 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 T8, H, sonst was. Nein. Wie konntest du nur sterben? Ich gehe mich beschweren. Hey, wo ist die kleine T3H8-Einheit, die ich euch verkauft habe? Nett, dass du fragst. Das ist explodiert auf deiner Türschwelle. Ich will mein Geld wieder haben. Oh, sie gibt mir das Geld wieder. Ja, aber hey, komm. Ich hätte sterben können. Gib mir ein bisschen mehr. Ja, wunderbar. 75 Credits. Vielen Dank. Mach's gut. Haben wir 25 Credits Gewinn gemacht. Das war es durchaus wert, ja? Ich gebe mich für weniger Credits in Lebensgefahr. Auf jeden Fall. So, speichern wir mal das Spiel. Und erkunden nächstes Mal weiter. Das Böse wandelt unter uns. Hey, sei still. Der Feind ist hier. Ich wollte Schluss machen gerade. Wir müssen jetzt handeln, bevor wir von diesem Ungeziefer von Invasoren... Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.